Welcome back, Friends, zu einem weiteren Video. In Wave 2. Wir sollen uns jetzt in die Leichenhalle begeben. Mal sehen, was uns da erwartet. Wir haben es wohl mit einem Kult zu tun. Dem Kult des Baumes. Ein mörderischer Kult. Scheiße. Sagt Ihnen dieser Kult des Baumes etwas, Sheriff? Ja, die urbane Legende. Wenn man ja, Pennywise, da ist er, Stephen King S. Nicht, dass wir herausfinden, dass Sie der große Hexenmeister sind, oder? Hab früher manchmal D&D gespielt. Der Zauberer war meine Lieblingsklasse. Dungeons and Dragons? Okay. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als hätten Sie Besuch. Ah, guten Morgen, Ted. Ja, wichtige Gäste. Das Hirschfest ist immer beliebt, oder? Das stimmt. Je mehr, desto besser. Schönen Tag noch, Sheriff. Hey, was wissen Sie über die Kellnerin im Diner? Oh, Rose? Sie ist ein bisschen verrückt. War sie schon immer. Mhm. Warum? Was hat sie angestellt? Sie meinte, meine Tochter wäre ertrunken. Sie wusste sogar, wie ich heiße. Sehr merkwürdig. Ja. Sie hat ein Talent dafür, die seltsamsten Dinge zu sagen. Sollte man nicht persönlich nehmen. Hey, Boss. Die Leiche ist unten. Alles bereit. Ja, in der Leichenhalle. Ist alles vorbereitet. Ich möchte mir die Sache so schnell wie möglich genauer ansehen. Gehen Sie voraus, Sheriff. Ich bin sofort bei Ihnen. Das ist das Sheriff-Büro von White Falls. Nur hier, um wenn Sie Fußgeld was brauchen, geben Sie einfach immer Bescheid. Wir wissen die Hilfe zu schätzen, Sheriff. Schönen Tag noch. Agent. Ja? Fleißig am Lärm? Sehr gut. Wie Sie wissen, werden die Ermittlungen von behördlichen Agenten durchgeführt. Sheriff Breaker möchte volle Kooperation. Traumakissen. Haftbandage stellt ein beträchtliches Mehr. Okay. Hey, ist das wirklich Traumakissen? Das heißt wirklich Traumakissen? Wir haben ein Traumakissen gefunden. Abenteuertor Fernsehen. Ah ja. Einer von sechs Fernsehern. Warte mal, da gehen wir doch mal. Ah ja. Braucht jemand einen Reiseführer? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unvergessliche Erfahrungen zu leistbaren Preis. Ganz genau. Ich bin Ilmo Koskela, laut Coffee World Magazin der beste Barista und Reiseführer. Und ich werde Ihnen die Tour Ihres Lebens geben. Aber Ilmo, ich hörte, die Regierung hätte den Zugang zu vielen lokalen Naturattraktionen gesperrt. Das stimmt, Jakob. Viele lokale Attraktionen wurden vor kurzem von der Regierung gesperrt. Und genau aus diesem Grund scheißt Koskela Brothers Adventure Tours auf die Regierung. Wir haben Bolzenschneider. Geil! Wow. Ey, wir brauchen den Bolzenschneider! Wanderungen durch den schönen Elderwood Nationalpark. Angeln im kristallklaren Wasser beim Damm von Bright Falls. Vogelbeobachtungen am Mirror Peak. Die Tour Ihres Lebens ist nur einen Anruf entfernt. So geil gemacht. Leute, ich muss euch was sagen, dass dieses Spiel mich nicht komplett bricht. Habe ich mir was besorgt. Extra hier für den Stream. Jetzt den Strich, ich habe meine eigene Taschenlampe mitgebracht nach Bright Falls. Ja, Max ist zurück in Bright Falls, Baby. So. Also die Typen haben einen Bolzenschneider und ich brauche einen Bolzenschneider. Stimmt's? Weil wir hatten ja vorhin die scheiß Türe wieder auf.
Ja, zuletzt Kaffee trinken macht 9. Das bitte nicht direkt in die Kamera leuchten. Ist nicht gut für den Sensor. Okay. Kaffee in der Maschine. Wenn ihr letztes Tass nehmt, dann 9 Kaffee aufsetzen. Nicht euer persönlicher Assistent, Chef. Ich sag dir, aber du brauchst ein Gesicht, auf dem ein Bart wachsen kann, um Bartöl wirksam einsetzen zu können. Nicht euer persönlicher. Ich wusste, dass Markus Bart zu weich war, um naturbelassen zu sein. Welche Marke benutzt der Lucy? Lucy Cat? Bei den 2023 und guckt euch mal an, die haben ein scheiß Windows 95 anscheinend als Betriebssystem. Das musst du dir auch mal überlegen. Und wir haben hier noch Röhrenfernseher. Wir sind gerade in der Zeit zurückgereist. So, meine zahlreichen freundlichen Hinweise, keine persönlichen Pakete an die Station liefern zu lassen, ignoriert wurden, werde ich von nun an sie für richtig halten, etwas an die Station zu schicken, der Station mitteilen, dass was sie erhalten haben. Ist es eine Gesetzwidrigkeit, die Post eines anderen zu öffnen? Ja, ist es. Ist es ein persönliches Vergehen, dass ich meinen Schreibtisch mit ihrer nächtlichen Impulskäufen teilen muss? Ja, ist es. Wir wurden gewarnt. Admin, PS Officer Leib und ihr Bartöl ist abholbereit. Erinnerung. Der Computer an der Empfangsgeräte und E-Mails-Verwaltung durften nicht persönlich Streitigkeiten und andere inoffizielle Angelegenheiten genutzt werden. Denken Sie daran, Ihre Kaffeetasse zu waschen. Admin. Dritte jährliche Gemeinschaftsgrillfest. Hallo Leute. Das jährliche Event, auf dem alle schon sehnsüchtig gewartet haben, steht wieder an. Das Gemeindegrillfest. Ich will jetzt kein Gemecker hören. Dies ist eine wertvolle Gelegenheit, mit der Gemeinde in Verbindung zu treten. Statistiken zeigen, dass die Polizeibeamten die gute Gemeinde, in denen die sie Dienst tut, eingebunden sind, in ihre Revieren weniger Gewaltdelikte erleben, bei der Polizeiarbeit effektiver sind und sich insgesamt psychisch besser fühlen. Dies ist in ihrem Nutzen, also nehmen Sie es bitte ernst. Das mit der Gemeinde gewählte Tauchbeckenopfer wird dieses Jahr Trommelwirbel, bitte. Deputy Formen, herzlichen Glückwunsch. Sieht so aus, als ob andere endlich Rache für Radarfalle auf der 12C bekommen, nicht wahr? Eine freundliche Erinnerung, dass alle, die an diesem Tag krank sind, ein schriftliches ärztliches Attest vorlegen müssen, sonst gibt es 2 Wochen Nachtschicht. Wer sich über die Zuweisung mit Antwort an alle beschwert, darf als Assistent für Officer Light für Zaubertrick arbeiten. Tim. Ah ja. Also wir finden schon mal Traumakissen und Spezialmaterial, also Munition. Was ja gut ist. Oh, Polizeiwache. Karte. Sehr gut. Das finde ich gut. Ich tue natürlich alles in dem Spiel auskundschaften, weil ich will echt nach dem Ende von Alan Wake 1 wissen, wie geht's weiter. Hey, Special Officer Doofy, was geht ab? Pumpen? Ah, du Strich. Alter, das sieht aber hoch aus. Das wird da nicht viel schlafen. Guckt euch mal denn seine Augenringe an. Junge, Junge, Junge. Haare müsst ihr vielleicht immer wieder waschen. Bewegt sich nicht. Hört ihr das so? Ich weiß, dass einer von euch das Toilettenpapier klar. Ich habe nachgezählt. Und jeden Tag fällt eine ganze Rolle aus dem Lager. Die Stahl wird hier ernst genommen. Das ist deine Polizeiwache. Verdammt nochmal. Irgendwann werde ich dich auf frischer Tat ertappen und du kriegst dich heraus. Das verspreche ich dir. Was für eine Schande du bist. Dieser Spinner zählt Toilettenpapierrollen. Klingt so, als ob sie zu viel Zeit hätten. Aha. Oh, auch Boska. Spiegel, in dem man sich nicht selber sieht. Das ist spannend. So. Also, wir wissen, selbst die Bullen sind korrupt. Die beklauen sich gegenseitig Toilettenpapier, die Stricher. Warum? Ich
Ich schwöre, ich hab nichts getan. Bist du sicher? Diese verfluchten Bastarde lügen. Sie glauben mir doch, oder? Kann ich hier kacken gehen? Kappa! Don't be an easy target. Stay alert in public. Sag mal, kann hier mal einer an das scheiß Telefon gehen? Wo ist denn das, was das hier klingelt? Das ist nicht mehr. Kurios. Wir teilen uns die Leichenhalle mit dem Beerdigungsinstitut, Mini-Budget. Aber sowas kennen Sie vermutlich nicht. Unser einziger Rechtsmediziner ist gerade unterwegs. Aber Sie machen das schon, oder? Ich bin qualifiziert, Untersuchungen durchzuführen. Ich auch. Ah, der Typ ist schon ein bisschen crazy, ne? Und so. Oh. Leichenhallen muntert ihn auf. Was ein Typ, Alter. Huch, was ist das? Schmerzmittel stellt eine kleine Menge an schnell wieder. Die Musik schlägt jetzt schon andere Töne an, ne? Fest verschlossen. Okay. Sehen wir uns den Patienten an. Ich fange mit einer äußerlichen Inspektion an, bevor ich ins Innere vordringe. Ja, so mache ich das bei Frauen auch für gewöhnlich. Gib mal Loot, du Schwein. Von der anderen Seite verschlossen. Was war die Todesursache? Welche anderen Hinweise kann mir die Leiche liefern? Die Leiche sieht so aus, als wäre sie nach dem Tod unter Wasser gewesen. Das ergibt keinen Sinn. Abwehrverletzungen. Er wehrte sich. Sieht wie Text aus. Ein Tattoo? Ich hätte Nightingale kein Tattoo zugetraut. Aha. Sie haben etwas in seiner Brust zurückgelassen. Papier? Darauf steht etwas geschrieben. Ich kann es nicht erkennen. Zeit zu sehen, was Nightingales Leiche uns verrät. Oh. Oh,
Und munter so, als wäre er hineingelegt worden. Etwas hineingelegt worden. Haben die Mutter das auf das Herz geschrieben? Was? Ich kann das nicht lesen. Ah ja. Warum schreiben die was aufs Herz? Text verschmiert, verkehrt herum. Markierung des Herzens vor der Entfernung nicht möglich. Sieht so aus, als hätte es sich Nightingale gewehrt, bevor sie ihn fesseln könnten. Sieht falsch aus. In seiner Brust ist ein Stück Papier. Ließen es die Mörder dort? Alter. Eine ähnliche Seite wie die am Cauldron Lake. Nightingale jagte Saga. Er sah sie nicht. Im Licht waren die Besessenen blind. Es tat weh, machte sie verwundbar. Nightingale hatte kein Herz, dennoch war er da. Mordete. Jemand hat sich eine abgedrehte Geschichte über uns ausgedacht. Hey, Moment. Wir haben solche Seiten gefunden. Dachte nicht, sie wären relevant. Für diesen Fall. Ich habe... Krass. Oh Gott, was passiert jetzt? Moment. Oh, Kunde, Alter. Sheriff? Was zum Teufel? Oh! Ach du Scheiße! Alter! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah! Fuck! Hat sie nicht gesehen? Konnte nicht ins helle Licht sehen. Oh, Kunde, Alter. Dafür wirst du bezahlen. Ach du Scheiße. Scheiße. Er kommt. Keine Waffe. Laut der Seite muss man ins Licht. Oh. Sag mal, vor allen Dingen, ich habe gerade Munition und alles gesammelt. Jetzt wird alles weg. Munition ist noch da. Genau. Ich kann ja die Kugeln so werfen. Böser Gegner, böser Gegner. Ein Lichtzufluch stellt deinen Teil deiner Gesundheit wieder. Wenn du eine Lichtzuflucht während deines Kampfes verlässt oder aus ihr angreifst, wird sie vorübergehend entleert. Los. Ja, los. Los, ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oh ja. Kunde. Hä? Los, Stricher. Jetzt wird es endlich richtig spannend. Ist verschwunden. Junge.
Oh, das war krass. War das jetzt das erste Kapitel? Ja. Erste Kapitel, 4 Videos. Scheiße. Oh, krass, ey. Das hat mich jetzt echt... Ah, die Mucke ist geil, ne? Schlüppi noch trocken. Ja, ja. Achso, das, sowas ist nicht für mich, Leute, Alter. Das ist komplett eigentlich das Falsche für mich. Es gibt 18 Kapitel XD. 18. Aber geil gemacht. Auf jeden Fall. Ich schick dir das nicht, weil wegen Spoiler und so weiter. Copyright Claim. Ja, ich weiß. Ihr werdet euch jetzt bei YouTube denken, was geht hier ab. Aber die werden mir wieder das Lied auf stumm schalten, weil hier gibt es keinen Streamer-Modus, Stöbe. Nur Nacktheit kannst du ausschalten. Uiuiui. Das war's komplett jetzt, ey. Das war schon der erste Flug zum Erdkern. Zurück jetzt, ey. So, Freunde. Das Video geht jetzt mal nur 22 Minuten. Was auch okay ist, wir sehen uns im zweiten Kapitel wieder. Ne? Bleibt entspannt, bleibt cool. Wir haben noch ganze 17 Kapitel vor uns, laut DJ Johnson. Das heißt, wir werden weiter. Gefickt, ihr Wichser. In dem Sinne, peace, peace. Auf Airmix, bis zum nächsten Mal.